Silbermedaille ist momentan bei mir die schon aufgehängt, wird gut aufbewahrt und ja, ist in meinem Heimathaus. Ja, in der Ostschweiz zuhause und dort wird dort, wenn ich dahin bin, gut von meinen Eltern bewacht und gepflegt. Ja, es ist immer cool, wenn man wieder mit alten Teamkollegen hier auf Seas gehen und sich wieder ein bisschen austauschen kann. Ja, es verändert sich. Ja, die Persönlichkeit verändert sich ein bisschen auch technisch. Und es ist natürlich schön, dass sie jetzt hier aufsteigen kann. Ich habe eigentlich immer schon für sie gehofft, dass sie wieder den Aufstieg schaffen in der Nationalmannschaft, dadurch, dass sie hier gespielt haben und so ein das einzige Team in der Ostschweiz ist, hofft man natürlich immer, dass sie auf dem Top-Niveau spielen können. Und bin jetzt, ja, ist schön, dass wir jetzt hier zurückkommen im Sommer und auf Nationalniveau mit den Jungs trainieren. Ja, ist natürlich von der Einstellung her bleibt es bei mir gleich. Wenn ich übergegangen im Trainingslager, würde ich mich wieder beweisen, wird natürlich einen Platz in der Top 6, in den ersten zwei Linien kämpfen. Ich würde ja, zeigen, was mein Horizont ist, dass ich noch viel mehr kann. Und dadurch ist jetzt auch die Vorbereitung im Sommer wichtig, dass ich mit der Topform überkomme, physisch in der besten Verfassung bin und dann, wenn es so anfängt, auf Top-Niveau mein bestes Eishockey bringen kann. Ja, aber es sind viele Sachen, die man als Spieler nicht so beeinflussen kann. Und ich versuche mich auf das zu fokussieren, was ich beeinflussen kann. Ich konzentriere mich jetzt auf diese Saison, den ganzen Vertrag. Die ganzen Vertragsgespräche und alles drum und dran, das ist Sache der Manager. Und ich versuche jetzt meine Leistung zu bringen. Und das ist alles, was ich darauf setze. Und wenn ich gut spiele, wenn ich härter mir arbeite und mich weiterentwickle, dann bin ich sicher, dass ich da einen guten Vertrag bekomme, aber ich fokussiere mich jetzt hier auf den Prozess und die abkommende Saison.